Nehammer, was ist mit dir los? Vielleicht zu viel Alkohol oder zu viel Psychopharmaka? Mir ist es absoluter Rätsel, wie man als Bundeskanzler von Österreich in eine derart wirre Welt abdriften kann. Wie man zigtausenden hart arbeitenden Menschen, die aufgrund deines Versagens seit geraumer Zeit unter einer massiven Teuerung leiden müssen, wie man denen ausrichten kann, dass sie gefälligst mit ihren Kindern zu McDonald's gehen und da ein paar Burger um 1,40 Euro und Pommes um 3,50 Euro essen sollen. Nehammer, hast du dir das einmal ausgerechnet, was du da daher erzählst? Angenommen, eine vierköpfige Familie verzichtet aufs Frühstück, verzichtet aufs Abendessen, geht nur ein einziges Mal am Tag ins McDonald's, so wie du dir das vorstellst, und bestellt sich dort deine Burger und deine Pommes. Dann macht es pro Besuch 19,60 Euro und im Monat 607,60 Euro aus. Und da hätte die Familie noch nicht einmal irgendetwas getrunken, aber sie können ja aus der wunderschönen Donau gratis Wasser trinken oder auf jedem öffentlichen Klo ihren Durst stillen. Auf Eltern draufhauen, die eh schon alles in ihrer Macht Stehende versuchen, die selber auf ganz, ganz viel verzichten, nur damit sie ihre Kinder halbwegs gesund ernähren können, das ist unter aller Sau. Aber es zeigt uns allen, wie unterentwickelt dein Gespür und wie unterentwickelt dein Verständnis für alle Menschen in Österreich ist, die nicht auf die Butterseite des Lebens gefallen sind. Nehammer, genieß deine letzten Monate als Bundeskanzler. Denn bei der nächsten Nationalratswahl, da werden sich all die Menschen, für die du absolut nichts übrig hast, erkenntlich zeigen. Garantiert.